Willkommen bei meinem Kanal Date Talk der Mal und die Frage ist in diesem Video, gibt es Hochsensibilität und was bedeutet Hochsensibilität und wie kann eine Beziehung mit jemandem funktionieren, der hochsensibel ist oder wie kann die Beziehung funktionieren, falls du hochsensibel bist? Wie immer habe ich gerne etwas mitgenommen, um dich zu motivieren, bis zum Ende dabei zu bleiben und ich habe dir extra für den Schluss als Bonbon eine kleine Übung mitgebracht. Was ist Hochsensibilität? Dieser Begriff wurde vor allen Dingen geprägt von einer amerikanischen Psychologin, Elaine Aron, und man hat mehrere Sachen, die man darunter verstehen kann. Erstens, dass jemand sehr sensibel ist im Sinne von, dass die sensorischen Reize, vor allen Dingen was man hört, aber anfasst etc., sehr hart reinknallen, könnte ich jetzt mal ganz flapsig sagen. Das heißt, die sensorische Schwelle, die Reizschwelle ist bei der Person sehr niedrig. Das heißt, schon kleine Dinge werden von ihr klar oder laut oder als zu laut wahrgenommen. Auch ein Gefühl, wie gesagt, das kann auch etwas sein, was man riecht oder was man anfasst. Zweitens, es kann eine emotionale Sache sein, dass die Person Reize, die sie irgendwie hatte, noch sehr, sehr lange wahrnimmt, als störend wahrnimmt, dass sie sehr lange nachklingen. Das heißt, einmal erschreckt oder einmal etwas gehört oder einmal etwas angefasst oder einmal irgendwo wehgetan, ist das Gefühl noch wesentlich länger da und die Person hat einfach deswegen auch das Gefühl, hochsensibel zu sein. Drittens äußert es sich, dass Leute eben teilweise solchen Situationen aus dem Weg gehen, wo solche Reize auftauchen. Das heißt, sie können bestimmte Bilder oder Videos nicht sehen. Ihr kennt es bestimmt, dass mittlerweile immer häufiger bei Videos unten so Einblendungen kommen. Achtung für Menschen, die sehr sensibel sind mit Farben oder laut, leise oder hell, dunkel. Dieses Video könnte Störungen oder Irritationen hervorrufen. Nun, das ist genau dann der Punkt. Und deswegen drittens vermeiden Menschen Orte oder Situationen, wo etwas zum Beispiel sehr laut sein kann oder in irgendeiner Weise sensorisch unangenehm. Sensorik nochmal die fünf Sinne, da hatten wir hören, riechen, schmecken, sehen, tasten. Also wenn irgendwo dort irgendetwas zu intensiv ist, vermeidet die Person das. Gibt es das wirklich? Nun, es gibt erstmal nur wenige Studien dazu und die Schwierigkeit ist schon, das lässt sich gar nicht so leicht messen, denn angenommen, wir hätten einen Luftballon, der hier platzt und 10 Leute inklusive, du wärst auch hier und dein Partner vielleicht, man würde das alles messen. Jeder Mensch ist einfach ganz verschieden in seiner Reaktion. Für den einen ist Luftballon nichts, für den anderen hat das gar nicht gehört, weil er abgelenkt war. Es ist also sehr schwer, das miteinander in Vergleich zu bringen und wir haben hier keinen wissenschaftlichen Konsens. Als psychische Krankheit gibt es Hochsensibilität also nicht. Tja, so kommen einige Wissenschaftler und Psychologen zu dem Schluss, Hochsensibilität gibt es gar nicht. Ja Mensch, dann wäre das Video hier eigentlich vorbei. Aber was ist denn das? Und natürlich gibt es das. Ich erlebe immer wieder in meiner Praxis oder wir erleben als Team immer wieder in unserer Praxis, bei denen Paare eben genau darunter leiden, dass der andere eben auf seine Weise doch hochsensibel ist oder in irgendeiner Weise sehr sensibel reagiert. Oder unser Coachie, vielleicht du derjenige bist, der solche Züge hat, wo bestimmte Dinge für ihn als unangenehm, anstrengend, im Grunde genommen als kaum aushaltbar wahrgenommen werden. Wenn also ein Paar zu uns kommt, bei dem einer oder vielleicht sogar beide unter Hochsensibilität leiden oder Hochsensibilität haben, nehmen wir das im Coaching absolut ernst und wollen natürlich für dieses Paar eine Lösung herstellen und daran arbeiten, denn es wäre schön, das Paar darin zu unterstützen und nicht über solche Sachen zu stolpern, die leider gerade heutzutage mit der Reizüberflutung gefühlt mehr und mehr werden. Und damit komme ich auch zum ersten wichtigen Tipp. Für mich, unabhängig, was da Wissenschaftler sagen, nimm Hochsensibilität erstmal wahr. Nimm es ernst. Sag erstmal gut, ja, das scheint wohl so zu sein. Hast du einen Partner? Dann sag, ich akzeptiere das. Ich höre dich. Ich bin in dem Moment auch ein bisschen, habe ein bisschen Mitgefühl und bin ein bisschen empathisch und sage, okay, angenommen, das stimmt. Wie ist für meinen Partner dann die Welt? Was sind eben dann die unangenehmen Geräusche? Was sind die unangenehmen Gefühle? Welche Dinge sind für meinen Partner einfach sehr, sehr unangenehm? Ich muss damit anfangen, vorneweg es anzunehmen. Dasselbe gilt für dich, falls dich das Thema betrifft. Solltest du hochsensibel sein, ist es wichtig, dass du dich erstmal annimmst. Es gibt reihenweise Menschen, die tatsächlich sehr sensibel sind, aber nach außen auf ganz tough und hart tun oder so, als ob alles normal wäre, während sie in Wirklichkeit sehr stark leiden und dann in der Gruppe oder in der Beziehung dadurch auch alle möglichen Nachteile haben, wie eben nicht dieselbe Freude bei einer Party oder bei einem Gespräch oder bei einem Essen in einem Restaurant etc. Und für den Partner, der das gar nicht weiß, ist das natürlich herausfordernd. Er weiß es nicht, er kann sich darauf einstellen, du leidest die ganze Zeit und dadurch gibt es Spannungen, weil du in anderen Momenten dann als Reparation gerne Dinge haben möchtest, zum Ausgleich an Entspannung, Rückenwind oder irgendetwas, wo dein Partner gar nicht weiß, dass er dir was schuldet, weil für ihn war die Situation gut, normal und völlig okay. Wir können also zusammenfassend zu Tipp Nummer 1 sagen, niemand hat sich freiwillig ausgesucht oder es besonders cool gefunden, einen auf hochsensibel zu machen. Wir nehmen es ernst.
Zweiter Punkt, sei empathisch. Empathisch heißt, habe nicht dieses Mitgefühl, sondern verstehe, was los ist. Und zwar sowohl bei dir oder auch bei deinem Partner. Wenn es dich betrifft, dann sei empathisch mit dir. Das heißt, gib dir diesen Raum, gib dir die Freiheiten, zwinge dich bitte zu nichts, schluck nicht irgendwie runter, dass etwas unangenehm für dich ist. Es fliegt euch beiden als Paar ohne dies um die Ohren, früher oder später. Lieber bist du damit ein wenig transparent. Gibst das zu, sagst, dass das so ist, äußerst das bitte nicht bettelnd oder ganz klein und leise, sondern ein bisschen hier, Schultern zurück, aufrechte Körperhaltung, das und das ist für mich unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Du kannst sogar mit solchen Bildern arbeiten, um dir eine kleine Hilfestellung schon konkret zu geben. Ich kenne Menschen, die sagen dann, und das hat mir immer gut gefallen, die sagen, das, was da gerade war, dieses Geräusch, das ist für mich so unangenehm, wie wenn früher der Lehrer auf der Tafel mit der Kreide dieses hohe Quietschen erzeugt hat. Wenn der Partner sagt, oh, das war unangenehm, sagst du, ganz genau so. Jetzt hat der Partner auch die Empathie für dich, weil er weiß jetzt, wie du dich fühlst. Betrifft es deinen Partner, dann gilt es für dich, mit ihm oder ihr hier Empathie zu haben. Das heißt, für ihn sind manche solche Sachen, wie wenn früher diese Kreide auf der Tafel so fies gekratzt hat oder manche Leute mögen gar nicht, wenn eine Gabel über einen Keramikteller gezogen wird. Irgend solche Sachen, irgendwas, was du ganz unangenehm findest oder gegen Strich gestreichelt zu werden oder irgendetwas, was andere gar nicht schlimm finden und du findest es unangenehm. Du musst wissen, ach, das ist dieses Gefühl, was mein Partner teilweise hat. Jetzt kommt zwei Sachen. Ich verstehe es und weiß es, aber ich verstelle und verbiege mich dafür nicht. Das wäre nämlich dann co-abhängig sein. Das heißt, alles deinem Partner zuliebe zu machen und den in Watte zu packen und am besten noch die ganze Verwandtschaft wegzuschieben, damit der Partner weiterhin in Watte bleiben kann. Das würde die Beziehung sofort einen Schiefstand bringen und würde euch als Paar gar nicht gut bekommen. Und das wäre auch dann dieses Co-Abhängige. Das heißt, er hat ein Problem und du biegst dich da außen rum, um ihn zu schützen. Auch nicht gut für euch. Das heißt, da muss man manchmal auch sagen, ich weiß es, nur hier ist eine Grenze. Ich weiß es, aber wir sind jetzt bei diesem Bankett eingeladen zusammen. Das ziehen wir jetzt durch. Oder sag ab, eins von beiden. Aber geh nicht mit und heul dann rum. Das will keiner hören. Damit sind wir mitten in Punkt 3. Bevor ich da weitermache, ganz kurz, ich habe extra Videos hier auf YouTube zu Empathie, damit du dort noch ein bisschen tiefer eintauchen kannst, dich fit machen kannst, was ist Empathie, wie kannst du das fördern etc. Findest du teilweise in der Videobeschreibung oder einfach in meinem Kanal hier, Date Dr. Emanuel, einfach Empathie eingeben, dann kriegst du auch die Videos angezeigt. Ich möchte auch an der Stelle sagen, natürlich wie immer, wenn das Video dir irgendwie hilft, dich inspiriert etc., hinterlass ein Like oder schreib gerne deine Erfahrung in die Kommentare rein. Was ist deine eigene Wahrnehmung vielleicht als Hochsensibler oder welche Erfahrung hast du mit einem hochsensiblen Partner? Tausche das aus, teile es, kommuniziere das und lerne auch von anderen. Das ist immer das Praktischste, wenn man weiß, wie es anderen geht und man sofort auch weiß, ich bin nicht der Einzige mit diesem Thema. Zurück zu Punkt 3, setze Grenzen, du hast es schon gehört. Es geht darum, die gesunde Mischung zu bringen. Kleiner Selbsttest für dich, prüfe dich. Gehst du regelmäßig von Veranstaltungen, nur weil dein Partner plötzlich nicht mehr aushält, es zu laut ist oder er sich aufschaukelt? Zweite Frage, versuchst du ständig extra leise zu sein und ganz behutsam, um auf keinen Fall den hochsensiblen Partner irgendwie zu stören? Drittens, fühlst du innen drin manchmal so ein Gefühl von Enge, von Eingeschränktheit, weil du das Gefühl hast, du bist die ganze Zeit in einem Porzellanladen, als Elefant, wo du dich nicht mal einen Millimeter bewegen kannst, ohne dass du wieder hinten irgendwas runter wirst und der Partner auch eiskalt spielt das mit, dir jedes Mal zu sagen, wo du schon wieder wie ein Trampeltier oder sonst was dich verhalten hast? Nächste Testfrage, machst du bestimmte Dinge gar nicht mehr, weil dein Partner darauf so sensibel reagiert hat? Oder hast du, letzte Testfrage, das Gefühl, eine Belastung für deinen Partner zu sein, so wie du bist? Dann sind wir dort, wo die Sachen überhand nehmen. Dann sind wir dort, wo aus einer Beziehung eine toxische Beziehung wird oder schon geworden ist. Dann sind wir dort, wo ich sage, schön, dass du hier bist und dich mal ganz kurz ein bisschen fallen lassen kannst und diese Sachen betrachten kannst. Für mich ganz wichtig, ich schreibe mir sowas gerne auf. Erste kleine Übung zwischendurch, später noch eine weitere für dich. Das heißt, mache die Notizen mit diese Punkte und dann, es gibt immer im Freundeskreis Leute, die so ein bisschen neutrales Gefühl haben, so ein bisschen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die mal fragen, sag mal, ist das tatsächlich unangenehm und zu viel oder ist das eigentlich noch okay? Müsste ich hier den Partner schützen oder müsste ich mich schützen? Umgekehrt, bist du derjenige, der der Hochsensible ist? Frage dich diese Übungen genauso, diese Testfragen umgekehrt. Hat dein Partner ständig Angst, dich zu belasten? Flippst du zu früh oder zu schnell aus oder gibst ihm wenig Chance, das irgendwie zu verstehen? Stell dir die Fragen umgekehrt. Es hilft in jedem Fall, Licht ins Dunkel zu bringen. Und dann auch ein bisschen festzustellen, ist die Beziehung schon toxisch? Ist der Partner schon dort, wo er sich ständig um mich herumbiegt oder du dich um ihn? Das
hält meistens nicht lange, wird häufig noch toxischer und kann dann ganz schnell zu einer unangenehmen toxischen Beziehung werden, wo einer die ganze Zeit im Grunde unter dem anderen leidet und man sich gegenseitig einschenkt. Dieser Kreislauf, wenn er einmal beginnt, ist für mich ein Teufelskreislauf, der gebrochen werden muss. Ganz wichtig. Es kann auch gut sein, dass das mit deinen Freunden und Bekannten nicht mehr so ganz leicht klärbar ist. Dann bitte zögere nicht und hole dir Coaching-Hilfe bei mir oder meinem Team, weil genau für solche Sachen, wo steht eine Beziehung, sind wir da, wie toxisch ist sie, kann man da vielleicht irgendwas machen, kann man das entspannen. Mit solchen Dingen haben wir sehr häufig zu tun. Wir sind schon fast wieder am Ende vom Video. Wie setzt du Grenzen, ist die große entscheidende Frage. Als Hochsensibler ist es wichtig, die Vorwarnzeichen zu erkennen. Ich würde mich auf jeden Fall hinsetzen und einmal die Situationen identifizieren, bei denen du hochsensibel reagierst, damit du sie weißt und deinen Partner auch ganz proaktiv darauf hinweisen kannst. Hier, da habe ich Themen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht ändern. Ich habe es versucht runterzuschlucken. Ich habe hier Themen. Das ist gute Kommunikation, das Gegenteil einer toxischen Beziehung. So kriegt man Beziehungen in Ordnung, weil jeder hat ein Thema. Steh du zu deinem. So wird aus einer toxischen Beziehung eine gute Beziehung, indem man proaktiv kommuniziert und außerdem die Verantwortung übernimmt für das, was einem selbst stört, was nicht in Ordnung ist. Das heißt, erwarte auch nicht, ganz wichtig, weil das jeder mal so gerne tun würde, erwarte nicht, dass es dein Partner für dich löst. Wenn es dir auf Veranstaltungen schlecht geht, dann lass ihm die Freude und dir die Freude, es dir nicht geben zu müssen. Sprech darüber und krieg das hin. Du für dich, überlege dir, finde Lösungen, mit deiner Hochsensibilität umzugehen, ohne dass der andere sich verbiegen muss und ihr als Paar gesund durch diese Herausforderung durchgeht. Wie gesagt, immer gerne auch dir Tipps bei einem Coach holen, falls du es allein nicht hinbekommst. Aber du kannst sehr viel alleine hinbekommen, wenn du dieses Mindset hast von, ich schaffe das, ich sorge für mich. Und zum Schluss, wie setze ich Grenzen, wenn mein Partner hochsensibel ist? Lass dich von der Hochsensibilität von deinem Partner nicht erpressen, sondern nehme sie wahr. Die Empathie hatten wir schon. Wo sind deine Grenzen? Besprecht gemeinsam, welche Momente es sind, die auftreten, und redet darüber, dass dich das nicht verbiegen darf, nur weil es so ist, aber gleichzeitig du auch Mitgefühl hast, wenn es so ist. Das heißt, findet die Kompromisse, bei denen du immer noch das Gefühl hast, du bist du selbst. Alles, was drüber geht, muss der Partner sich überlegen, welche Dinge er tun kann, mit wem er sprechen und arbeiten kann, um an der Stelle über deine offenen Wunden die Pflaster zu legen, die er braucht, damit du ihn normal anfassen kannst. Du wirst genau mitkriegen, wenn es toxisch wird und du dich verbiegst. Du wirst genau mitkriegen, wenn du diese Mitte hast von Mitgefühl, auch sensibel für ihn sein, aber trotzdem noch du selbst bleiben. Ich schließe mit der Frage, bist du wirklich hochsensibel, falls es dich betrifft? Test dich selbst. Hattest du schon immer Situationen, die für dich ultra unangenehm waren? Oder ist das erst mehr geworden, weil du völlig übertaktet bist, zu viel zu tun hast, gestresst bist, viel zu vielen Reizen ausgesetzt bist oder irgendwie versuchst, ganz viel unter einen Hut zu bekommen? Weil dann wärst du eher gestresst, dir würde Ruhe fehlen. Denn wenn Menschen Ruhe fehlt und Schlaf und Entspannung, das sehe ich bei vielen Coaches, dann ist es so, dass ihre Nerven blank liegen. Diesen Spruch kennt jeder. Blank liegende Nerven ist Hochsensibilität. Das heißt, da ist eine weitere E-Mail, ein lautes Schreien, ein Baby, was hinten mal kurz plärrt, irgendwas, der Nachbar ist zu viel und man sitzt im Grunde genommen aufrecht im Bett oder hängt unter der Decke. Das heißt, bei dir wäre dann wichtig, traue dich hier und jetzt zu planen. Wo kriegst du deine Ruheelemente, deine Entspannungen? Wo entzerrst du für dich? Wo entschleunigst du? Wo traust du dich einfach mal ohne Handy den Samstagvormittag irgendwo zu liegen, zu entspannen, vielleicht ein paar Meditationsübungen zu machen? Wo traust du dich mal früher ins Bett zu gehen? Nicht einen Tag, sondern 3-4 Tage. Denn die Psyche braucht mehrere Tage, wenn man früher ins Bett geht. Also nicht nur 1-2, sondern 3-4-5, um sich daran zu gewöhnen, dass jetzt da man auch wieder einschlafen kann. Und dann schau mal, wie du dich nach 2 Wochen mit einer solchen Entschleunigung fühlst. Ob dann nicht plötzlich deine Batterie nicht nur wieder sich aufladen, sondern deine Sensibilität auch zurückgeht und du wieder ganz normal agierst. Ist dann immer noch der Fall, dass du sehr, sehr, sehr sensibel bist mit Dingen, die leider schon immer so waren, dann geht es daran, dir zu überlegen, wie du dich so einrichten kannst, dass das weniger angesprochen wird und weniger dich und deine Beziehung belastet. Dasselbe gilt natürlich
für deinen Partner, falls deinen Partner betrifft. Ich weiß, Partner lassen sich ungern diese ganzen Sachen von dir sagen. Keiner sitzt da und sagt, oh, endlich habe ich von dir lauter Hausaufgaben, wie ich in Zukunft meine Hochsensibilität besser wegkriege. Natürlich nicht. Dann würde ich dir empfehlen, vielleicht dieses Video nochmal zu zweit aufzulegen. Dann sage ich, lieben Gruß, falls du jetzt zu zweit da sitzt. Das Video ist für dich. Und wir hoffen von ganzem Herzen, dass du mit diesem Know-how schaffst, dass ihr in eurer Beziehung das jetzt einfach gesünder hinbekommt, während diese Herausforderung besteht. Ich möchte immer Mut machen und sagen, jedes Paar, was ich kenne, und wir haben so viele Paare kennengelernt, haben irgendetwas, was herausfordernd ist. Verzweifle nicht daran, sondern setz dich hin, mach einen Plan und schau zu, dass du einfach, wie mit einem Projektplan, wie bei einem Umzug oder irgendwas, mit einfachem Überlegen und klar hinblicken, ohne sich zu verbiegen, das Ziel erreichst, nämlich in dieser Beziehung zusammen glücklich zu bleiben oder glücklicher zu werden, auch mit der Hochsensibilität. Gerne danke fürs Like oder den Kanal abonnieren, falls noch nicht passiert ist. Freue ich auf alle Videos, die noch kommen werden. Ich wünsche viel Erfolg. Wenn Fragen da sind, in den Kommentaren oder Coaching direkt bei uns buchen über team@emanuelalbert.de. Wir kriegen das hin. Alles Liebe, euer Date Dr. Emanuel.